Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Fettspielen. Die Gamescom ist vorbei und endlich ist es mal wieder Zeit für eine Runde Let's Play Mobile. Ich habe endlich das Büro für mich und jetzt kann ich Jungle Pang für euch aufnehmen von Snowball Software. Und wir haben bereits ein Spiel von ihnen reviewed bzw. angespielt, und zwar Sargot. Und dann hat uns der Entwickler angeschrieben, so, hey, wollt ihr nicht einfach auch noch unser nächstes Spiel anspielen? Wir haben natürlich zugesagt und wir haben sogar eine kleine Gegenleistung dafür bekommen. Davon bin ich vollkommen begeistert, denn ihr werdet es gleich sehen im Spiel. Ich kann es eigentlich immer noch kaum fassen. Seht ihr oben riesig unser Fettspielen.de. Und das Spiel funktioniert folgendermaßen. Man zerstört diese kleinen Bubbles mit diesen Speeren oder wie auch immer man es nennt. Und muss natürlich verhindern, von ihnen getroffen zu werden. Steuern tut man das Ganze hier mit den zwei Pfeilen und dieser Schusstaste. Man kann auch, wenn man möchte, jetzt habe ich hier das Superschild, kann man das Ganze per Tilt steuern. Tilt ist aber, da stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich kriege das mal, da wurde ich fast getroffen. Weil das ist immer super schwer beim Aufnehmen, mit Tilt-Steuerung unterwegs zu sein. Aber ihr seht, na, ganz so gut schaffe ich es jetzt nicht. Aber die beiden sollte ich jetzt aufhalten können. Ja, wunderbar. Der Hauptcharakter ist auch super, super cool. Und jetzt ist das Spiel ein Stückchen schwerer geworden. Aber ich habe noch meine Upgrades. Oh, da links ist halt richtig fies. Wenn da der Ball einen verfolgt. Oh. Unter dieser Holzbarriere, die da ist, ist es wirklich schwer auszuweichen. Da fällt mir gerade auch nicht so wirklich ein Gegenmittel zu ein. Ach. Wenn mal einer an die Wand gedrängt ist, ist halt wirklich fies. Oh. Oh, jetzt wurde ich von der grünen Kugel des Schmerzes getroffen. Also seht, das Spiel ist ordentlich schwer. Und insbesondere die Stelle da rechts ist ordentlich schwer. Links, leider ist rechts dieser komische Todesknopf da oben, wo Totenköpfe rausfallen. Und deshalb schaffe ich gerade dieses Level nicht. Also, na, ein bisschen peinlich hier. Oh, jetzt bin ich schon wieder hier. Also ich mache doch jedes Mal den gleichen Fehler. Musste es auf jeden Fall ein bisschen besser koordinieren. Jetzt bin ich in die Totenköpfe reingegangen. Natürlich auch nicht besonders schlau. Und da sollte ich auf jeden Fall aufpassen. Ich weiß irgendwie noch nicht. Dieses Level ist gleich mal so schwer, dass ich... Oh ja, jetzt sieht's gut aus. Jetzt könnte es was werden. Puh, endlich haben wir das Level geschafft. Das kann ja auch nicht sein, dass wir hier... Oh nein! Das war hier. Am ersten Level gleich so oft stirbt, aber... Och, das war knapp. Ja, ihr seht, ich bin vollkommen im Tunnel hier. Dieses Spiel ist schon ordentlich schwer. Aber jetzt sollst du mal... Oh, jetzt sollst du mal klappen. Einfach nicht in diese Todesfalle da unter dem ersten Block gehen. Oder unter diesem linken Stab. Oh, und jetzt hat's geklappt. Also, Ghana 3. Puh, und jetzt kommt hier der Endgegner. Wow. Okay, da muss ich mich eindeutig besser vorbereiten. Okay, erst ein bisschen langsamer gemacht. Oh. Also, man muss da ein bisschen planen, was man denn tut. Sonst stirbt man einfach. Und möglichst nicht zu viele gleichzeitig poppen. Habe ich hier so eine kleine Apfel oder so aufgesammelt. Ja, so läuft es. Jetzt habe ich auch wieder das Schild aufgenommen. Und deshalb konnte ich wunderbar diese Mission schaffen. Ich hätte sehr gern wieder die Doppel... Wow, was ist das da? Was ist das hier? Warum ist da eine... Tötet die mich? Oh ja. Oh ja! Sie tut es. Okay, also. Das ist echt eine harte Sache hier.
Kann ich irgendwie diese Spinne da aufhalten? Die ist ja, oh, die ist ja schrecklich. Kann ich irgendwie springen? Nee, die tötet mich jetzt einfach nur. Ich würde gerne mal wissen, was mir... Oh. Diese Wein da, die ich da jedes Mal auflebe, was mir das bringt. Oh ja, ah, okay. Ich kann die Spinne einfach töten. Oh, oh. Aha, ich sehe schon. Och nein, ich war zu gierig. Ah, ich war doch so kurz davor. Okay, die hängt, bleibt dann da erstmal eine Weile. Diese Wein, wenn sie in Holz reingeht. Ah, okay. Also. Okay, das haben wir jetzt doch. Jetzt haben wir's. Oh. Ja. Huhuhuhu. Das war nicht so leicht, aber wir haben es geschafft. Wir sind bei Ghana Boss. Und hier ist unser erster Gegner. Okay, das verschwindet nachher, weil das wäre jetzt auch ein echt fieser Bug gewesen. Wow, sind die hart. Aber... Ich bin immerhin von rechts geschützt. Jetzt kommen nur die beiden. Einer ist kaputt und der letzte. Den müsste ich jetzt haben und eine Karte aufgenommen. Puh, okay, das waren also die ersten Levels. Wir waren in Ghana unterwegs und jetzt geht's auf nach Nigeria. Man lernt jetzt auch noch so ein, wow, ein paar Staaten oder so. Das war knapp. Wow. Wie habe ich das eigentlich gerade überlebt, frage ich mich. Naja gut, ich bin der Letzte, der dann meckert, wenn ich überlebe, aber... Den sollten wir jetzt haben. Sehr schön. Okay, ich weiß jetzt, was an diesen Vines so gut sind, an diesen Ranken. Und wir haben das erste geschafft. Congratulations, you're off to a good start, but this is far as, is as far as you can go with this version. Alles klar. Wir haben also die Free-Version durchgespielt. Es gibt natürlich auch noch eine Full-Version, die kostet ein paar Cent. Wenn ihr es mal ausprobieren wollt, wenn ihr sehen wollt, wie das Spiel sich spielt, probiert doch die Free-Version aus. Ich packe den Link unter das Video. Wir haben es auf jeden Fall jetzt geschafft. Hier links könnte man noch ein paar Controls etc. einstellen. Ich habe das jetzt mal so gelassen, die Controls auf Green. Und den Sound an und ich bin vollkommen begeistert, dass hier überall Fett spielen steht. Das ist wunderbar. Und wir haben hier auch wunderschöne Hintergrundmusik zu hören. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in Jungle Pang geben. Das Artwork ist auf jeden Fall super lustig. Und ich bedanke mich bei den Jungs von Snowball Software für dieses Spiel und für die Gelegenheit. Und natürlich für ihre kleine Werbung, die sie hier eingebaut haben. Es freut mich natürlich sehr, wenn wir... von den mobilen Entwicklern dann auch unterstützt werden, so wie sie unterstützen. Das war's auf jeden Fall fürs Erste. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Dennis von Fettspielen.